Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute gibt es eine weitere Folge meines Outdoor-Adventskalenders Tipps und Tricks. Heute soll es um Essen auf Tour gehen. Wie versorge ich mich eigentlich beim Wandern? Viel Spaß dabei! Tja, Essen auf Tour. Irgendwie muss es ja sein, auch wenn es uns echt viel Platz im Rucksack wegnimmt und auch noch einiges wiegt. Gleichzeitig ist es aber auch eine Streichereinheit manchmal abends für die Seele, wenn man was Geiles zu essen hat. Wie versorge ich mich also am besten auf Tour? Wir müssen natürlich schauen, dass wir auf Natur möglichst in einem guten Verhältnis von Kalorien zu Gewicht zu Packmaß stehen. Das heißt, wir brauchen hochkalinatorisches Essen. Ja, ich hoffe, das Wort gibt es wirklich und ich habe das gerade nicht nur so erfunden. Ja, also zum Beispiel, klassischerweise könnte man da Schokolade nennen. Ja, ich weiß, einige, die mich länger verfolgen, wissen schon, dass ich oft Schokolade mit auf Tour nehme. Das hat doch einfach seinen Hintergrund, denn schon die Soldaten im Zweiten Weltkrieg haben Schokolade mitbekommen. Ja, zum einen, um sich selbst versorgen zu können, aber auch einfach als Tauschmittel, denn Schokolade ist immer irgendwie eine beliebte Ware. Aber gehen wir strategisch vor, gucken wir uns am Anfang erstmal an, was denn man so an Nahrung mitnehmen könnte, das eher Trockenware ist, die man nicht extra zubereiten muss. Da gibt es, wie gesagt, natürlich die Schokolade zu nennen, aber auch getrocknete Dauerwürste oder Schinken in der Richtung. Und am allerbesten sind aber natürlich Nüsse. Ich kann es euch ebenfalls nur empfehlen, zum Beispiel noch eine Packung Walnüsse mitzunehmen. Ich kenne auch einige Menschen, die machen sich eine richtige eigene Nussmischung sozusagen zurecht. Ja, vielleicht auch nochmal so ein bisschen mit Haferflocken, damit man es mit ein bisschen Milchpulver anrühren kann zu einer Art von Brei, was sehr nahrhaft ist, was alle nötigen Ingredienzien enthält, um sich vernünftig zu ernähren. Sowohl Kalorien als auch Eiweiß, als auch Magnesium, bestimmte Salze, Öle und so weiter. Und so fort. Wenn du da übrigens Tipps für die Zuschauer oder für mich hast, dann schreib's auch bitte mal gerne unten in die Kommentare. Gerade beim Thema Essensversorgung auf Tour gibt es eine breite Bandbreite einfach, die von jedem unterschiedlich gewertet wird, weil Geschmäcker ja nun mal auch verschieden sind. Dort gibt es auch vieles, an das man im ersten Moment gar nicht denkt, was dann gut funktionieren kann. Ebenfalls zu solcher Trockennahrung, die man vielleicht nicht unbedingt aufkochen muss, zählen natürlich alle Arten von Müsli-Anrührungen. Ja, wie ich habe da eben schon mal ein bisschen drauf hingewiesen, da gibt es so die verschiedensten Sachen, die man machen kann. Dort kann man sich auch gut zu Hause was selber mischen nach eigenem Geschmack, einfach Milchpulver vorrätig haben, vielleicht noch ein bisschen Zucker mit reintun, das Ganze mit Haferflocken, vielleicht Rosinen anreichern und so weiter und so fort. Ihr merkt schon, ihr könnt euch da zusammenstellen, was ihr wollt und dann braucht ihr auf Tour nur ein kleines Gefäß, in das ihr dann noch Wasser hineinfüllt und dann habt ihr eine Art von leckerem Brei. Ja? Ich benutze zum Beispiel manchmal auch tatsächlich Geschmackstropfen, ja, die man im Proteinbereich verwendet, um sich Shakes zu machen. Sowas kann nämlich nochmal einen kleinen Geschmackskick auf Natur geben, was dann auch wieder die Motivation erhöht und ein bisschen aus der langweiligen Fadheit des Essens herausführt. Überhaupt finde ich, dass man Proteinpulver, was ja auch oft eine Ähnlichkeit hat zu Milchpulver in der Art der Zusammensetzung, ja, dass da halt viel Protein drin ist, eine gewisse Ähnlichkeit hat, dass man dann auch bei solchen Müsli-Sachen durchaus mal verwenden kann. Man sollte, wenn man zumindest ein bisschen Feinschmecker ist und was Geiles essen möchte, seinen Essensplan natürlich noch mit was Warmem zum Kochen anreichern. Dort gibt es dann eine riesige Bandbreite, die ich hier ganz sicher nicht abdecken kann. Ich werde es aber erstmal mit dem Gröbsten probieren. Klassischerweise sind da natürlich alle Fertignahrungsprodukte von Track and Eat, von Decathlon, wie von Globetrotter und alle Arten. Da gibt es unendlich viel. Auch Maggi kann man benutzen im Endeffekt. Ja. Das ist je nach Geschmacks- und auch Geldausgebebereitschaft ist das unterschiedlich. Ja. Diese Trekking-Mahlzeiten haben oftmals den Vorteil, dass sie in so einem Alu-beschichteten oder anders beschichteten kleinen Beuteln verkauft werden, wo man kein extra Gefäß braucht, um sozusagen das warme Wasser und das Essen zusammenzubringen. Das hat man beim Maggi nicht so ganz, vor allen Dingen, weil das dann im Packmaß auch nicht so gut ist. Aber man kann zum Beispiel sehr einfach eine günstige Titantasse oder Alutasse oder so mitnehmen, die so 500, 600 Milliliter hat. Und dann rührt man sich da halt einfach sein Maggi rein, ja. Wie gesagt, das ist ein bisschen Geschmackssache, aber im Endeffekt gibt es da sehr viel Auswahl, was man da machen kann. Was ich nochmal sehr gerne mache, ist eine ganz, ganz kleine Pfanne, zum Beispiel den Topfdeckel vom Alutopf, nur ungefähr so groß mitzunehmen und dort drin einfach ein paar Würstchen zu braten, und ein Brot dabei zu haben. Das ist
Ja, mega einfach, weil viele fettige Würstchen, da braucht man eigentlich gar kein Öl für, um die auf dem Feuer ein bisschen zu braten. Und dann geht das relativ einfach. Es schmeckt dann auch einfach gut. Ja? Zum Beispiel bei Chorizos und Sucuk, was ja sehr hochfetthaltige Würste sind, zum Beispiel zu benutzen, kann ich nur weiterempfehlen. Ebenfalls ein kleiner Geheimtipp, beziehungsweise gar nicht mehr so geheim. Ihr könnt das zum Beispiel auch mal in meinem Video Bushcraft auf einer Burg einfach mal ja, nach googeln im YouTube-Suchfeld gucken. Da hat der Schorsch zum Beispiel mal einen kleinen Kurs gegeben, wie man zum Beispiel aus Couscous und Tütensuppen alles zusammenmischen und so weiter und so fort, sich teilweise sehr geile Sachen machen kann, die überhaupt nicht gekocht werden müssen, sondern die sozusagen nur aufquellen mit warmem Wasser. Ja. Da einfach mal reinschauen, da gibt es eine unendliche Bandbreite. Lasst da eurer Fantasie da kein Gefängnis drin versauern, sondern macht das einfach. Probiert es aus, da gibt es sehr viel zu machen. Wenn es dann natürlich an eine Bushcraft-Tour geht, wie ich es gerne in meinem heimischen Wald hier mal mache, dann nehme ich mir auch ein bisschen mehr zu kochen mit. Ja. Ich mache auch mal richtig Nudeln und so weiter und so fort. Das ist aber vom Energieaufwand und vom Zeitaufwand und vom Schleppaufwand her eigentlich viel zu viel für eine lange Tour. Aber wenn man nur ein, zwei Nächte draußen ist, kann man das durchaus mal machen. Am Ende müssen wir natürlich noch darüber reden, wenn wir eine längere Tour machen, wie das denn eigentlich ist. Wie viel Kalorien brauchen wir ungefähr auf Tour? Ja, wie viel wird das ungefähr wiegen, je nachdem, wie wir es natürlich zusammenstellen? Und ja, was ist mit der Haltbarkeit zum Beispiel? Und wie transportieren wir das am besten? Mehrere Tage Essen gleich mitnehmen oder halten wir unterwegs beim Supermarkt an? Als erstes, euren Kalorienhaushalt komplett zu decken, den ihr auf Tour habt, ist fast unmöglich. Denn man verbraucht zwischen 5.000 und 8.000 Kalorien. Es kann auch mal mehr sein, ungefähr auf einer richtigen Wandertour, bei der man 20 bis 30 Kilometer mit Gepäck am Tag wandert. 5.000 Kalorien, wenn ihr das hochrechnet, das wären schon mal gut 10 Tafeln Schokolade, die ihr am Tag essen müsstet. Ja, oder ungefähr 10 Tüten Maggi. So viel Zeit und Schlepplust hat man ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich versuche normalerweise auf Tour so ungefähr bei zwischen 2.000 und 3.000 Kalorien zu landen. Auf dem Heidschnuckenweg war das jetzt zum Beispiel einfacher, weil da hat man relativ oft Supermärkte, die man mit ja, fast keinem Umweg oder nur einem ganz kleinen Umweg erreichen kann. Da bietet es sich dann zum Beispiel an, auch einfach zuckerhaltige Getränke mal zwischendurch reinzuschütten. Das heißt, für je weniger Kalorien ihr euch pro Tag entscheidet, desto mehr werdet ihr natürlich abnehmen auf der Tour. Wenn ihr ein paar Reserven habt, so wie ich, ist das eigentlich gar kein Problem, weil ich habe schon mal auf dem Westweg, ich glaube, 9 Kilo abgenommen auf einer Tour. Und ja, 9 Kilo sind bei mir jetzt nicht so viel, ja, aber bei jemandem, der vielleicht nur 70 Kilo wiegt, sind 9 Kilo dann schon richtig viel. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen gucken, wie ihr das machen wollt. Denn diese Kalorien nehmen euch natürlich auch Platz im Rucksack weg. Ich habe mal eine Tour gemacht, wo ich für 7 Tage autark sein wollte, also alles zu essen und so weiter und so fort. Und das ganze Essen hat, ich glaube, 4 bis 5 Kilo gewogen und das ist schon Hammer. Also das würde ich niemandem empfehlen. Ja. Guckt da einfach mal, dass ihr das möglichst kompakteste und effizienteste mitnimmt an Kalorien, also Nüsse, Schokolade zum Beispiel. Und damit sehr viel von eurem Essensplan ausfüllt. Denn man glaubt es gar nicht, aber diese Abendessen von Track and Eat und so weiter und so fort, die sind eigentlich gar nicht so hochkalorisch. Ja? Die haben meistens so um die 400 Kalorien bei 120, 130 Gramm. Und eine Tafel Schokolade hat 100 Gramm und hat 560 Kalorien, wenn es eine Nussschokolade ist. Und Walnüsse und Erdnüsse haben noch mehr Kalorien. Also ihr merkt schon, man kann da sehr viel machen im Endeffekt mit dem Essen auf Tour und sich das auch sehr genau vorher überlegen, was man denn möchte. Möchte ich das halbe Kilo mehr mitschleppen, weil ich das leckere Essen, also geschmackstechnisch leckere Essen mithaben möchte, oder ist mir das nicht so wichtig oder mache ich einen Mischmasch draus? Ich mache meistens einen Mischmasch, das heißt, ich habe immer Packungen Nüsse und Schokolade mit dabei. Dann nochmal ein, zwei Abendessen und den Rest mache ich unterwegs, dass ich den mir in Supermärkten oder ich kehre vielleicht mal am Mittag ein und esse irgendwas in einem Gasthaus oder ähnliches.
Das heißt, ich mische alle Arten sozusagen, wie man an Kalorien kann, komplett durcheinander, habe aber immer mindestens noch eine Tüte Nüsse und eine Tafel Schokolade im Rucksack für den Notfall sozusagen. Weil es kann auch einfach mal passieren, dass du an eine Hütte kommst. Das ist mir wirklich mal passiert, dass ich auf dem Hüttenabschnitt war, wo keinerlei Einkehr, kein einziger Supermarkt war. Und ich musste halt dann fast 2 Tage lang durchgehend nur Walnüsse essen, im Endeffekt mit Quellwasser. Ich meine, Walnüsse mit Quellwasser sind geil, aber wenn du das zweite, dritte Mal, spätestens beim dritten Mal isst, dann ist das nicht mehr so geil, ehrlich gesagt. Tja, ich hoffe, ich konnte dir für deine nächste Tour ein bisschen helfen, ja, mit der Essensauswahl. Schreib auch gerne mal deine Tipps unten in die Kommentare rein. Davon können wir alle nur profitieren. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos im Outdoor-Adventskalender, Tipps und Tricks. Einfach durchklicken, da gibt es für jeden Geschmack was, ja, einfach in der Playlist Basics. Hier links unten findest du den Abonnieren-Button, dann verpasst du die nächsten Videos nicht. Und ich sag mal bis dahin, tschüss, tschüss.